Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig. Wir sitzen hier mal beisammen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das Video nennen werde. Aber ihr müsst ja schauen, ich erkläre ja hier euch meine Sicht der Dinge und meine Meinung und ich bin natürlich interessiert, wie ihr das seht und was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Deswegen weiß ich es noch nicht ganz genau. Ich kann euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Es trug sich zu. Letztes Jahr im Frühjahr bin ich mal wieder umgezogen. Ihr wisst, ich ziehe sehr gerne um, spätestens alle 2 Jahre eigentlich, wiesel ich irgendwo hin und dann meistens hier in Frankfurt in der Nähe meines Ladens versuche ich eine nette Bleibe zu finden. Habe ich auch im letzten Jahr im Frühjahr getan und bin im März umgezogen. Und gleichzeitig kam ich auf die grandiose Idee, einen Twitch-Kanal zu starten. Habe also dreimal die Woche das Livestreaming gestartet. Dafür braucht man, Obacht, ihr werdet überrascht sein, eine stabile Internetleitung. Ach, das ist in unserem Land ein Problem. Ich weiß, Infrastruktur können wir nicht mehr. Digitale Infrastruktur können wir überhaupt nicht. Es ist gruselig. Ich habe mir aber gedacht, ich sitze in Frankfurt am Main. Ich sitze auch nicht in irgendeinem Vorort, sondern ich sitze direkt im Zentrum. Der größte Internetknoten der Welt ist in Sichtweite fast. Ich habe gedacht, sollte klappen. Aber in meiner alten Wohnung hatte ich eine Unity Media 1 Gigabit Leitung. Die lief. Die lief ohne Probleme. Ich hatte mal vielleicht einen Aussetzer für irgendwas, kleine Störung. Klassisch die komische Kiste da, neu gestartet und alles war wieder gut. Das waren meine Interneterfahrungen des letzten, ja, weiß ich nicht, Zeitraums 18 Monate oder so. Alles war in Ordnung. Dann wanderte ich, weil ich ein gutgläubiger, treuer Mensch bin, zum Unity Media Shop. Und weil es umfirmiert hieß jetzt Vodafone, völlig wurscht, bin ich hingewandert und habe mir gedacht, liebe Leute, ich ziehe um an dieser neuen Adresse. Ich habe das gesehen, ich habe hier in der Wohnung, ich habe auch überall diese LAN-Steckdosen. Die haben diesen Altbau komplett neu gemacht, bevor ich eingezogen bin. Ich habe überall so ein komisches Patch-Panel-Viech und alles ist gut. Und überall auch diese Dosen, die man da kennt von Kabelbetreibern, habe ich gedacht, super, wiesel ich doch mal zu dem Shop. Hier, was habt ihr denn für eine Leitung da liegen an meiner neuen Adresse? Haben die gesagt, gar kein Problem, du kannst mit deiner Gigabit-Leitung umziehen. Alte Wohnung weg, neue Wohnung ran, kein Problem. Habe ich das ja, ist ja ein Riesendeal. Riesendeal, mach ich. Und ich habe gesagt, normalerweise kann es sogar klappen, du steckst einfach dein altes Modem ab, steckst das neue, da, also in der neuen Wohnung das Ding dran oder die Kiste, ich weiß nicht, wie man das Ding nennt, und alles wird laufen. Ich war begeistert. Habe ich gesagt, das ist ja, also besser geht's ja gar nicht. Bin also hier rüber gewieselt, habe das Ding angesteckt. Was dann folgt in den nächsten 8 oder 10 Wochen, das habt ihr miterlebt. Ihr konntet live dabei sein, wenn ständig das Internet zusammengebrochen ist, während ich im Livestream war. Und zwar ständig. Es war grotesk, würde ich es fast nennen. Haben wir bei YouTube live erlebt und bei Twitch live. Damals war ich noch kein Twitch-Partner, deswegen habe ich auf beiden, an beiden Fronten gestreamt. Es ging nichts. Ich habe dann über meinen Telefonvertrag bei O2 gestreamt mit dem Upload meines Telefons, der besser war als der Upload über Unity Media Vodafone. Also hatte ich ab diesem Zeitpunkt relativ regelmäßigen Kontakt mit den Störungstechnikern und den Leuten, die das einrichten sollten. Soweit so gut. Ich glaube, das Problem kennt jeder von euch. Dann geht's Internet nicht. Das kennt man. Ich hatte, als ich diesen Umzug gemacht habe, ein Gespräch mit Vodafone und die haben ja Unity Media gekauft. Das heißt, die haben jetzt im gleichen Haus das Kabel-Internet, das DSL-Internet und das Mobilfunkzeug. Mir war D2 Mannesmann nie irgendwie sympathisch in irgendeiner Form. Ich hatte auch nie einen Vodafone-Vertrag in irgendeiner Form. Es hat für mich nie einen Sinn ergeben. Die haben mir aber gesagt, pass auf, und das ist ja immer meine Geschichte, nur Neukunden sind interessant für große Firmen, die viele, viele Beraterverträge haben. Bestandskunden sind denen egal. Ich glaube, ich bin der beste Beweis, weil ich bin jetzt ein Bestandskunde. Sie haben nämlich gesagt, pass auf, wir machen das toll, wenn du das hier, weil es waren ja auch 2 Jahre um bei meinem alten Vertrag, weil ich ja 2 Jahre in der Wohnung war, der lief noch irgendwie bis Sommer oder sowas, also kein Problem. Haben die gemeint, pass auf, wir machen einen Kombi-Deal. Du kriegst einen Mobilfunkvertrag und den Kabelvertrag, da machen wir ein Kombi draus und es wird wahnsinnig günstig. Und tatsächlich ist auch als Neukunde, man kriegt noch eine Prämie und so weiter und so fort, hat sich
War klar zu rechnen, ja, das ist günstiger als das, was ich davor hatte. Machen wir so. Und wir haben das klar besprochen und es war okay. Also gehe ich hin, das nur nochmal so als Vorab-Info, weil das nochmal später interessant wird. Ich bin da also hingegangen und habe gesagt, Freunde, wir haben hier ein gutes Gespräch gehabt, aber mein Internet läuft nicht. Dann kamen natürlich die üblichen Sachen, weil meistens haben sie auch vollkommen recht, sitzt der Fehler auf der Seite des Problems, also bin ich zu doof, mein Internet zu bedienen. Verstehe ich, habe ich auch absolut kein Problem damit, dass wir die Fehler durchgehen. Also ja, ich habe das Modem an Strom angeschlossen. Ja, ich habe auch eine Verbindung zu meinem Rechner richtig hergestellt und so weiter. Ich kann das alles, wir haben alles 20 Mal neu gestartet. Es tut sich nichts. Der Upload kommt nicht. Download war auch gruselig. Es war wirklich, wir waren, ich weiß nicht, ich hatte vielleicht mal eine 30.000er Leitung. Ja, Download, vielleicht, wenn es gut lief, bei gebuchten 1.000, also 1 Million und ich habe 30.000 gekriegt. Gut, also kann alles passieren. Und dann checken die. Und dann ist das Thema, das ist jetzt Nummer eins meiner Erzählung, was mein Problem ist bei Firmen, wenn sie ihr Problem zu meinem machen. Ich habe es einfach nur gebucht und ich habe es bezahlt. Also kümmern die sich darum, dass es klappt. Warum es nicht klappt, warum vielleicht das Kabel und wo vielleicht möglicherweise an technischer Front irgendwas sein könnte, ist mir vollständig irrelevant. Vollständig. Ich bin ein ruhiger Fahrer. Ich sitze einfach da und sage, okay, ihr habt ein Problem, meldet euch, wenn ihr es gelöst habt. Mir ist es egal, wo, welcher Netzknoten, irgendwas, ist es mir völlig, würde ich mich dafür interessieren, hätte ich diesen Job. Interessiert mich nicht. Macht einfach nur, dass wenn ich mein Kabel anstecke, es läuft. Das ist meine Idee, dafür bezahle ich. Und dann macht es irgendwie. Nach 4 Wochen, glaube ich, habe ich festgestellt, dass das Konzept nicht aufgeht, weil die es nicht hinkriegen. Sie kriegen es einfach nicht zum Laufen. Es war irgendwas mit dem Gerät hier im Haus, was weiß ich, von meinem Vermieter. Irgendwas war nicht so, dass es funktioniert hat. Auch wie gesagt, Details technischer Natur, die an mir vorbeigehen. Sie haben gesagt, sie kriegen eine Tausenderleitung hin. Ergebnis war, sie kriegen keine Tausenderleitung hin. Alles andere ist für mich irrelevant. Wäre das mein Haus und ich wäre Eigentümer, hätte man ein anderes Gespräch. Ich bin Mieter, ist mir wurscht. Sollen sich mit meinem Eigentümer, mit meinem Vermieter, mit dem Eigentümer des Hauses irgendwie, was weiß ich, irgendeine Lösung finden, sollen die sich da zusammensetzen, aber nicht mit mir. Also kam ich auf die Idee, das klappt nicht, ihr habt doch DSL bei euch im Haus. Wie sieht's denn aus? Kriegt ihr DSL denn irgendwie zum Laufen? Sagen die, ja, buh, das kommt hier über die Telekom, das ist immer deren Ausrede dann, dass sie sagen, dass das die Leitungen der Telekom sind. Ganz schwierig. Dauert 6 bis 8 Wochen. Da habe ich mir gedacht, okay, wir sind jetzt schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 5 Wochen oder dann 6 Wochen waren wir im Gespräch. Nach 4 Wochen habe ich gesagt, es klappt nicht. Dann hat es noch 1, 2 Wochen gedauert, bis wir auf eine Lösung kamen. Haben sie gesagt, nee, DSL können wir jetzt neu buchen. Das geht dann in 6 Wochen los. Und dann läuft's. Da habe ich mir gedacht, das ist ja wohl albern. Dann bin ich auf die Idee gekommen, meine Freunde bei O2 mal anzurufen. Bei denen habe ich ja meinen Mobilfunkvertrag. Und habe die angerufen und habe gesagt, sag mal, ist das, was Vodafone erzählt, in irgendeiner Art und Weise zu glauben, dass die 6 Wochen brauchen, bis ich online bin? Wie gesagt, 2020 in einem Land in Westeuropa. 6 Wochen, bis man online ist. Nur mal so. Haben die gesagt, ja gut, bis die Telekom freischaltet, Telekom, alte Behörde, Staatsbetrieb, da war ich zum Glück nie Kunde. Ja, das kann schon sein, dass das 6 Wochen dauert. Haben die gemeint, aber es ist kein Problem. Schließ den Vertrag ab mit dem DSL. Und in der Zwischenzeit, du kannst von uns so eine Homebox bekommen. Und die stellst du dann hin, die läuft über einen LTE-Chip. Und dann bist du schon mal online über LTE, unbegrenztes Datenvolumen, bis dann das DSL freigeschaltet wird. Das ist auch nur eine 250er Leitung. Wie gesagt, das ist ein Viertel von dem, was ich gewohnt war. Aber die 250er Leitung kriegst du und der Upload ist hoch genug, dass du gescheit streamen kannst. Also mach das. Und ihr habt das dann auch mitbekommen bei Twitch, dass dann ab dann meine Streams funktioniert haben. Da ist vielleicht mal abgebrochen zwischendurch, aber wir hatten eigentlich eine Qualität. Also, um diese ganze viel zu lange Geschichte schon abzukürzen, am Telefon habe ich diesem Menschen bei O2 gesagt, du bist der Retter, du bist es, mach das, krieg das hin. Und ich hatte dort dann auch einen Kombivorteil, weil ich ja natürlich Mobilfunk und Internet aus der gleichen Hand kriege. Genau das Gleiche, was mir Vodafone angeboten hat. Also ich habe bei Vodafone dann angerufen und habe gesagt, Freunde, ihr kriegt es nicht hin, ihr kriegt mein Internet hier nicht zum Laufen, lassen wir es gut sein. Ja? Ich zahle euch hier die 1, 2 Monate, die ich bei euch Kunde war und lassen wir es einfach stecken. Ja, wir haben es versucht, es hat nicht geklappt, bleiben wir Freunde. Vielleicht gibt es beim nächsten Umzug eine Möglichkeit, dass ich wieder auf mein Gigabit bei Unity Media jetzt Vodafone switche, aber ihr kriegt es halt nicht zum Laufen.
Kann passieren. Ist ja auch nichts Schlimmes. Meine Güte, irgendein technisches Problem, was mich nicht interessiert. Schwamm drüber, habe Ihnen Widerruf geschickt. Sie haben mir eine vorzeitige Kündigung geschickt, weil das ja, weil ich ja schon über die 4 Wochen hinaus war. Ja, über die waren wir hinaus. Und weißt du, so, wir bleiben Freunde, alles ist in Ordnung. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht über das Thema. Was war? War weg. Weg. Ich bin fröhlich online über O2. Ich streame dreimal die Woche für, ich weiß nicht, 12 bis 14 Stunden und wir hatten noch keinen einzigen Ausfall, glaube ich. Also alles läuft. Ich bin sehr, sehr glücklich. Grüße an die Kollegen bei O2. Bekomme ich von meiner Buchhalterin einen Anruf letzte Woche? Und die haben gefragt, hier, sagen Sie mal, Sie haben uns nie Ihren Vodafone-Vertrag eingereicht. Ah, ich gesagt, wisst ihr, woran das liegt? Weil ich keinen habe. Ich bin kein Kunde bei Vodafone, ich bin Kunde bei O2. Und zwar sowohl hier als auch in meinem Laden. Ich habe keine Kundenbeziehung zu Vodafone. Sagen die, ja, aber wieso buchen die dann bei Ihnen ab? Habe ich gesagt, diesem Rätsel gehe ich mal auf den Grund. Das hört sich nach Spaß an. Bin ich also hier vorne? Alter, also ich kam erst auf die Idee, bei Vodafone anzurufen. Habt ihr das mal gemacht? Mal bei Vodafone versucht anzurufen? Die haben nicht mehr, wählen Sie 1 für DSL, 2 für Mobilfunk, 3 für Unity Media und 4, wenn Sie nicht genau wissen, wie sie heißen. Haben die nicht mehr. Da kommt es dann ran und es gibt nur noch einen Sprachcomputer, bei dem man erstmal seine Kundennummer angeben muss oder sowas. Ich habe gesagt, ich habe keine Kundennummer. Ich bin kein Kunde. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich habe Abbuchungen auf meinem Konto mit vielen verschiedenen großen Nummernblöcken. Ich habe die auch mal versucht einzugeben. Und da kam er, wir haben sie nicht verstanden, sie haben noch eine Möglichkeit, habe ich es nochmal eingegeben und dann denkst du, dann kommst du dann, wir haben sie nicht verstanden, jetzt verbinden wir sie. Nein, die beenden dann das Gespräch. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde lang mit diesem Computer rumgefachsimpelt und da habe ich gesagt, okay, es ist nicht möglich, Vodafone telefonisch zu erreichen. Es geht nicht. Bin ich also in den Vodafone Store gelatscht. Davor eine gute halbe Stunde gewartet, weil logischerweise es dürfen nur sehr wenige rein, habe ich Verständnis. Bin dann dran gekommen, habe gesagt, Freunde, habt ihr die Abbuchung auf meinem Konto gezeigt? Und er hat gesagt, wann das? Haben die auch gesagt, wissen sie auch nicht ganz genau. Haben die dann versucht, ihre Händler-Hotline anzurufen, sind dann reingekommen und haben gesagt, ich bin noch Mobilfunkkunde bei Vodafone. Ihr wisst noch, ich hatte diesen Kombivertrag abgeschlossen. Der Spaß bei Vodafone ist. Und deswegen würde ich mal sagen, werde ich bei Vodafone kein Kunde mehr. Und ich weiß nicht, ob ich es euch empfehlen sollte. Wenn ihr im gleichen Haus dort einen Vertrag abschließt und ihr kündigt den dann, gilt der nicht für den Vertrag, den ihr im gleichen Haus abgeschlossen habt, am gleichen Tag, mit dem gleichen Stapel Papiere, für den Mobilfunkvertrag, weil das sind vollständig unterschiedliche Unternehmen. Es gibt zwar Vorteile und Kombivorteile und angeblich ist das ein Branding, wenn man dabei ist, aber nur weil man dann widerruft, was man gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass die das dann auch umsetzen, weil technisch ging ja nur der Internetvertrag nicht. Der Mobilfunkvertrag. Der funktioniert ja einwandfrei. Was ich nicht weiß, weil ich ihn nie aktiviert habe, nie benutzt habe, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber den gibt es noch übrigens. Habe ich gesagt, der ergibt überhaupt keinen Sinn ohne den gekoppelten Internetvertrag, weil der für sich alleinstehend nicht konkurrenzfähig ist, viel zu teuer. Das ist Vodafone egal. Guck mal, habe ich gedacht, das ist aber nett. Und dann habe ich, weil ich immer mal an mir zweifle, weil ich alt bin an meinem Gedächtnis, habe ich in meine Unterlagen geguckt. Habe ich gemerkt, ich habe am gleichen Tag beides widerrufen. Ich habe tatsächlich das Kombi-Ding widerrufen mit beiden Kundennummern, die ich bekommen habe, für Internet und für Mobilfunk. Kam ich auf die Idee, dass in dem Shop konnten die das nicht einsehen, kam ich auf die Idee, dass der Hotline zu schreiben als E-Mail, weil wie gesagt, telefonisch kriegst du die nicht. Hab dir eine E-Mail geschrieben, hab das reingeschrieben, haben die gemeint, ja, das war ja viel zu spät, mein Widerruf. Der gilt ja nicht mehr. Habe ich gedacht, das ist ja cool. Das heißt, der Trick ist, und ich meine, das ist eine Geschäftsidee, die ist glorreich. Die muss ich auch machen. Man geht zu einem potenziellen Kunden und erklärt dem, pass auf, du kriegst ein Granaten-Internet zu einem Riesenpreis von uns und in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag, der ist zu teuer, aber in der Kombination sehr günstig, wenn man das abschließt. Das wird was. Dann brauchst du zu lange, also länger als die Widerrufsfrist, um das zum Laufen zu bringen, das Internet, einigst dich dann total nett mit dem Kunden und sagst, ja, das mit dem Internet hat nicht geklappt, sorry, gell, macht nichts, sorry. Kommst da raus, vorzeitige Kündigung ist kein Problem. Und kommst dann mit dem Mobilfunkvertrag um die Ecke, der viel zu teuer ist und den muss er behalten für 24 Monate.
Ich meine, das ist eine Granatengeschäftsidee. Ich bin fast stolz auf die, in irgendeiner Form. Ist nicht nett unbedingt. Und ich glaube, wenn man knapper kalkuliert im Monat als ich, stört einen das, dass man dann einen zu teuren Mobilfunkvertrag hat, den man gar nicht braucht, weil ich habe ja meinen anderen bei O2 behalten. Den habe ich ja nicht gekündigt, weil wozu? Jetzt habe ich zwei und den einen habe ich noch nicht mal aktiviert. Also die im Shop konnten mir auch bestätigen, dass ich einen Mobilfunkvertrag habe bei Vodafone, der nicht aktiv ist. Nie aktiviert wurde. Der war vordatiert, weil wir geguckt haben, wie lange mein O2-Vertrag noch läuft. Und dann haben wir den dann irgendwann gestartet. Aber er wurde ja nie gestartet, weil er war ja nie relevant. Deswegen ist er mir auch nicht aufgefallen. Und der ist nicht aktiv. Witzigerweise übrigens, und hier nochmal wirklich Kudos an Vodafone für Kreativität, die buchen auch jeden Monat einen anderen Betrag ab. Mal 5 Euro mehr, mal 10 Euro weniger, das geht so hin und her. Für einen nicht aktivierten Vertrag, wo er eigentlich, und jetzt müssen wir uns alle an den Händen fassen, nur eine Grundgebühr abgebucht werden dürfte, weil ich ihn ja nicht benutze, weil ich nicht mal weiß, wo diese SIM-Karte sein soll. Nie aktiv gewesen, das Ding. Weiß auch nicht, vielleicht habe ich die noch nie bekommen, die SIM-Karte, kein Schimmer. Ich habe mich ja nicht drum gekümmert. Ich dachte ja nicht, dass ich Kunde sei. Und jetzt buchen die jeden Monat einen wechselnden Betrag ab. Ich weiß nicht, worum es geht. Und ich verstehe schon, dass Politiker sich lieber zu Vorträgen einladen lassen von großen Unternehmen, als dass sie mal gucken, ob die auch was leisten. Aber bei irgendeinem Beratungsunternehmen interessiert mich das nicht. Aber bei Sektor Energie und Sektor Telekommunikation wäre ich mal interessiert, dass man sich mal als Politiker darum kümmert, ob diese Konzerne tatsächlich unsere Infrastruktur am Laufen halten. Oder ob die nur Zeug treiben. Es wäre mal interessant, ich weiß, dass man für einen Vortrag wahrscheinlich anders entlohnt wird, als wenn man sich irgendwie mal einsetzt für die Wähler. Ich weiß, das verstehe ich auch, absolut kann ich alles nachvollziehen, aber es lässt sich, oder? Und dann fragen wir uns, warum man so hinterherhinkt in allen wichtigen Punkten, was Fortschritt angeht in der Welt. Ich finde es wirklich scharf. Also ich finde es relativ scharf. Ich werde jetzt jeden Monat, wenn Vodafone abbucht, bei mir den Vodafone-Tag feiern. Man muss sich ja irgendwie schönreden, das ganze Ding. Sonst, ich bin ja ein ruhiger Fahrer. Ansonsten ärgert man sich über die ganze Nummer. Aber ich finde es wirklich lustig. Also so zusammengefasst kann man. Ach so, was ich vom Vodafone übrigens noch kriege, ist Werbung. Die kriege ich. Die schicken sie mir zu. Und zwar genau mit dem Angebot, das sie mir damals gemacht haben. Dass, wenn ich das Internet 1000 hole, dann wird es total toll. Giga-Kombi-Rabatt. Das ist der übrigens. Nur dass, falls ihr mal so einen Zettel kriegt und ihr euch überlegt, das klingt ja gar nicht schlecht. Solltet ihr mal gucken. Also den kriege ich übrigens. Den kriege ich auch mehrfach. Macht 2021 zu deinem Jahr. Wissen die, dass ich schon Kunde bei denen bin anscheinend? Also ihre Buchhaltung weiß es. Ihre Marketingabteilung weiß es. Wie viele Berater habt ihr bei Vodafone eingestellt? Ich will es nur mal wissen. Oder nur viele Juristen? Bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall toll. Rechnungen übrigens habe ich von Vodafone auch nie bekommen. Also nur mal so. Finde ich auch interessant als Firma, dass man das machen kann. Ich muss das auch versuchen. Geld abbuchen bei Leuten, ohne denen Rechnungen zu schicken, damit die auch nicht wissen, wofür. Aber Werbung können Sie mir schicken, also meine Adresse haben Sie anscheinend. Ich habe auch versucht, mich in das Kundenportal einzuloggen mit meiner Kundennummer, die ich ja im Shop bekommen habe, aber das geht nicht. Da kommt eine Entschuldigung. Hier ist ein Fehler aufgetreten. Also ich würde sagen, da sind einige Fehler aufgetreten bei denen, aber es amüsiert mich ein wenig. Und ich habe gedacht, wenn ihr vor der Entscheidung steht, was wollt ihr mit eurem Internet machen, Telekommunikation? Oder überlegt ihr vielleicht in ein Land zu gehen, wo die Infrastruktur besser ist? Das wäre ein guter Moment und ich würde auf keinen Fall zu Vodafone gehen. Also wirklich nicht. Vor allem nicht, wenn ihr als Kunde, weil anscheinend bin ich ja einer, versucht, Kontakt mit denen aufzunehmen. Das ist ein gruseliges Unterfangen, kann ich euch nur sagen. Tatsächlich bin ich gespannt. Es werden wahrscheinlich Leute von euch die gleiche Story von O2 erzählen können. Gut, von der Telekom haben wir alle Stories noch aus der Kindheit, das wissen wir ja alle. Da gehe ich eh nicht hin. Es ist dann irgendwann wird die Wahl dann eng, oder? Wo man noch hinwechseln kann.
Aber das fand ich scharf. Meine erste Vodafone-Geschichte, ich war immer Unity-Media-Kunde, aber wie gesagt, die wurden leider aufgekauft. Und aus irgendeinem Grund haben die jetzt meine Adresse und das finde ich echt unangenehm. Die schicken mir jetzt Werbung zu für Produkte, die ich angeblich schon gebucht habe, weil sie lassen mich ja nicht raus. Aber vielleicht habe ich es ja doch nicht gebucht. Es ist alles sehr technisch, muss ich sagen. Ich komme da nicht mehr richtig raus. Also, ich wollte euch mal ein wenig erzählen, was ich so tue, womit man auch seine Zeit verbringen kann, wenn einem anscheinend langweilig ist. Mir ist gar nicht langweilig, ich habe eigentlich sehr viel zu tun, aber dann kann man mal so 4, 5 Stunden aus seinem Tag rausnehmen und den mit Vodafone verbringen. Und das ist nicht der schönste Tag gewesen, habe ich festgestellt. Aber wir machen was Schönes, wie gesagt, der Vodafone-Tag in Zukunft wird ein Feiertag. Da machen wir immer irgendwas Tolles draus, um diese Vertragsbeziehung zu würdigen. Das ist immer irgendwie sehr lästig. Ich weiß auch nicht, damit hält man auf keinen Fall irgendjemanden bei sich. Also die Idee, dass ich in meinem Leben noch mal was mit dem Vodafone zusammen mache, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie arg gering, muss ich sagen. Arg gering. Und mit O2 läuft's super. Vielleicht habe ich jetzt Glück. Wer weiß, vielleicht ist es bei euch ja besser. Habt ihr irgendwann eine gute Erfahrung mit Vodafone gemacht? Würde mich interessieren, schreibt es mir gerne. Ansonsten hoffe ich einfach mal auf einen neuen Player irgendwie. Jetzt mit 5G oder so oder Satelliteninternet. Vielleicht kommt ja mal irgendeiner, der uns aus diesen Klauen hier rausnimmt, von diesen drei großen Firmen, die wir haben, die unsere Infrastruktur kaputt kloppen. Weil gut ist er ja nicht, das haben wir ja schon festgestellt. Unsere Politiker interessiert es leider überhaupt nicht, wie unsere Infrastruktur ist. Aber die benutzen ja wahrscheinlich auch das Internet nicht. Aber ich muss ja irgendwie das Zeug hochladen zu euch. Wie gesagt, momentan O2 DSL läuft wie die 1. Wir haben keine Ausfälle in irgendeiner Form. Ich hoffe, dass die irgendwann die Geschwindigkeiten jetzt mal hochsetzen, mal so vervierfachen, verzehnfachen vielleicht mal langsam. Und dann gucken wir, was passiert, oder? Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich mache mir weiterhin einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen amüsieren mit einer kleinen Geschichte, mit einem Schwank aus dem Spaß der Kundenbindungsversuche von Vodafone. Das ist echt ein Knüller. Und das nächste Mal erzähle ich wieder was Aufbauendes. Ja, mit Sicherheit. Ganz, ganz, ganz klare Sache. Also, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Oh, falls ihr es jetzt direkt seht, wir sind morgen live, gell? Steff und ich, 16 Uhr bei Twitch. Wir bauen mal wieder was zusammen. Mal so ganz, muss ich ja mal hier ein bisschen Cross-Marketing betreiben. Kommt mal vorbei, das wird mit Sicherheit sehr amüsant. Habt eine tolle Zeit.